Hey, kannst du wieder, ich zähle euch jetzt eine kleine Geschichte. Einst saß ein weiser Mann an den Ufer eines Sees und saß da, als ein Mann des Weges kam, der ihn fragte, ob er ihm eine Geschichte erzählen könnte. Der weise Mann fragte ihn, weiß er noch, ob die Geschichte wahr ist oder was du mir erzählen möchtest. Der Mann überlegte, ich weiß nicht, ich habe das von Hörensagen gehört. Und der weise Mann fragte ihn, ja, überleg jetzt mal weiter. Und ich stelle dir auch die Frage, ob die Geschichte gut ist, ob das, was du möchtest, gut ist, ob es Güte hat, ob das auch wirklich gut ist. Falls nein, überlege weiter. Und jetzt, mein guter Mann, möchte ich gerne wissen, ob deine Geschichte, was du erzählen möchtest, wichtig ist. Ist es unwichtig, so behalte das für dich. Jetzt überlege mal ganz gut, ob die Geschichte, was du erzählen möchtest, erstens wahr ist, zweitens, was gut ist und drittens, ob das auch wichtig ist. Fällt deine Geschichte durch alle drei Siebe durch, so lass es bitte in dir und erzähl es mir nicht, weil ich kann mit unwahren Geschichten und was weiß ich nichts anfangen. Und deshalb merke dir, bevor du irgendjemandem etwas erzählst, egal ob in der Stadt, draußen, im Internet oder was weiß ich, prüfe, bevor du was erzählst, ob das der Wahrheit entspricht, ob das gut ist und ob das auch wichtig ist. Fällt das Erzählte durch alle drei Siebe durch, dann lass es. Dann ist das sowas von unsinnig, dass man das nicht erzählen muss. Ja, und das war die Geschichte der drei Siebe. Die eins von Sokrates ist ein Philosoph gewesen, ein Griechischer, und der hat das halt in den drei Sieben erfunden. Und das ist auch jetzt noch 2.000-3.000 Jahre später, steht es auch noch der Wahrheit. Und den Sieben sehr gut und ihr solltet auf jeden Fall das auch, wenn ihr was erzählen wollt, auch immer durch die drei Siebe laufen lassen, bevor ihr irgendjemand was erzählt oder überhaupt was sagt. Wenn das durch alle drei Siebe nicht durchgeht, dann lasst es lieber. Und falls die Siebe das standhalten, dann kannst du es ruhig erzählen, aber nicht, wenn es halt nicht der Wahrheit nicht gut ist, nicht wichtig ist, dann lass es am besten. So, das war's jetzt. Bis zum nächsten Mal.